Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Buchvorstellung, zu einem Kinderbuch, zu einem Bilderbuch über Behinderung und Inklusion. Dazu muss ich im Vorfeld sagen, meine Kinder gehen in einen heilpädagogischen Kindergarten. Das war mir sehr, 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 sehr wichtig, weil wir hatten halt einfach die Möglichkeit, sie in so einen Kindergarten zu schicken, und sie sind dort von Anfang an, seit sie 1 bzw. 1,5 sind, mit Kindern aufgewachsen, die verschiedenste Arten von Behinderungen haben. Es gibt Kinder mit Down-Syndrom, im Rollstuhl, und für die Kinder ist es etwas völlig Normales. Diese Kinder sind nicht anders oder die sind auch nicht krank. Für unsere Kinder sind die ganz normal. Und das war mir so wichtig, weil ich irgendwann im Laufe meines Lebens Hemmungen aufgebaut habe gegenüber Menschen mit Behinderung. Und ich wollte einfach sehen, wie es für die Kinder ist, wenn sie tagtäglich mit Kindern mit Behinderung in Berührung kommen. Und heute soll es gehen um das Buch Lilly gehört dazu von Irmgard Partmann und Laura Bednarski aus dem Koppenrath Verlag. Und Lilly hat das Down-Syndrom und es wird von Lilly und ihrer Schwester erzählt. Es geht darum, was Lilly kann und was Lilly vielleicht auch nicht kann, aber was Lilly so besonders macht. Und dass Lilly einfach ein Mensch ist wie du und ich. Und ich finde die Illustrationen unglaublich schön. Also wirklich gefällt mir richtig, richtig gut die Art der Zeichnungen. Klar, es gibt ein paar Dinge, die Lilly nicht kann. Aber es gibt auch ganz viele Dinge, die Lilly kann. Lilly lacht, wenn sie in der Schaukel sitzt und hoch bis zum Himmel schaukelt. Sie malt mit den Fingern wunderschöne bunte Bilder und sie strahlt, wenn die Sonne scheint. Das ist ja zum Beispiel so was Besonderes an Kindern mit Down-Syndrom, dass sie einfach so, so fröhlich und niedlich und herzensgute Menschen einfach sind. Und da wird so erzählt halt quasi aus der Sicht der Schwester, die Schwester von Lilly ist, die ein Down-Syndrom hat. Und einfach auch, um für Kinder zu zeigen, dass das völlig Normales ist, dass Lilly halt einfach ein bisschen anders ist. Hier ist zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel. Manchmal ist Lilly etwas langsam, aber ich lasse mir auch manchmal Zeit. Dann sagt Mama, dass ich nicht trödeln soll. Ja, also, dass da auch ganz, ganz viele einfach Parallelen sind. Lilly ist einfach Lilly. Ich kann mir keine andere Schwester vorstellen. Ich habe sie sehr lieb. Also ein wunder, wunder, wunderschönes Buch. Auch wenn man nicht, so wie wir, täglich Kontakt hat zu den Themen Behinderung und Inklusion, ist es auch was Schönes, um das den Kindern näher zu bringen, ihnen zu erklären, dass es einfach auch Kinder oder Menschen gibt, die vielleicht auch ein bisschen anders aussehen als wir, um dann einen Einstieg zu finden, um das ein bisschen besser erklären zu können. Wirklich ein sehr, 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 sehr schönes Buch, was ich sehr empfehlen kann. Lilly hat das Down-Syndrom. Sie steht stellvertretend für andere Kinder mit geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung und die soziale Behinderung, die sie im Alltag erfahren. Sie alle haben einen festen Platz in dieser Welt. Nicht nur in ihrer Familie, sondern bei jedem von uns. Und das ist sehr, 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 sehr wichtig und auch wunderschön und bereichert unser aller Leben, glaube ich, um so einiges. Ich verlinke euch das Buch wie immer unten in der Infobox. Wenn ihr ähnliche gute Bücher kennt, könnt ihr die sehr, sehr gerne unten mal in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!